hier ist hier echt eine Goldader gewesen. Ja, kann ich vielleicht später noch gebrauchen. So, was? Halbwetter kann ich mitnehmen, toll. Naja, wer weiß, was mich gleich hier drin erwartet. Danach kann ich bestimmt alles mitnehmen. Oh, Wind! Eintritt Schwerelosigkeit. Ich sehe schon. Peng. Okay, der wurde gerade, ja, in Stücke geschlagen. Gut, mal kurz gucken, was ich hier machen muss. Hier noch mehr Leichen. Ich werde jetzt lieber entsorgen, denn... weiß ja nie. Es gibt so eine komischen Kreaturen, die machen daraus wieder lebendige andere Kreaturen. So, was ist jetzt hier mit euch verkackten Viechern? Cool, zwei mit einem Streich. Okay. Ich gehe mal kurz an das Terminal hier vorne, mal gucken, was passiert. Was ist denn abschicken? Ah, okay, das funktioniert noch nicht. Was passiert, wenn ich das mache? Okay, auf alle Fälle kann ich hier was anhalten. Okay. Klatsch. Ah, ich habe eine Idee. Schaffe ich das noch? Okay. Ich habe trotzdem eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich kann ja auch nirgendwo speichern. Ich kann das Speichern nehmen. Ich habe gerade so viele Monster noch platt gemacht, dass ich gerade keinen Bock habe, jetzt irgendwo drauf zu gehen. Ich weiß nämlich nicht genau, was ich da machen kann, muss. Und deshalb würde ich ganz gerne kurz vorher speichern. Damit ich nicht alles normal machen muss. Logisch, ne? Natürlich ist wieder nirgendwo ein Speicherpunkt. Also ich laufe 100% zurück und speichere erst. Es war nämlich nicht auf den ersten Blick sehenswert, was ich dort zu tun habe. Und wenn mich die Dinger da zerfetzen, die da um den Asteroiden kreisen, dann hätte ich alles hier nochmal spielen müssen. Wieder die Monster töten und etc. Und da auch keine Lust. Weiß ich aber natürlich auch nicht genau. Hätte ja sein können, dass ich da nach einem Tod direkt wieder anfange.
als ich in den Raum reinkomme. Aber auch wahrscheinlich dann hätte ich die Monster töten müssen. Ich weiß es nicht. Ich speichere einfach mal vorher. Nur zur Sicherheit. So. Eintritt Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Also ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich muss noch ein bisschen dichter rangehen. Ja, es funktioniert. Ich will hier gerade weg. Überlaufen. Aber ich weiß nicht, ob es... Ja, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Eintritt Vakuum. Genau. Alter, wie krass. Oh, das ist nicht krass. Aua, ja. Machen die hier draußen? Ich will noch ein paar Screenshots machen, fix. Nein, nicht! Isaac, hör auf damit, ich muss noch Screenshots machen. Alter, ist das geil. Bin gleich wieder da. So, so drei. Das musste sein, Entschuldigung. Aber das sieht hammermäßig geil aus. Okay, nochmal, tut mir leid. Jetzt muss ich bloß gucken, dass mich die Dinger hier nicht erwischen, wenn ich wieder reinlaufen will. Hoppala! Gut. Jetzt müssen wir den Asteroiden nur noch abschießen. Sobald ich weiß, wo der Boden hier ist. Ist das hier der Boden? Nein. Die Bergbauleute, die das Schiff gebaut haben, die hätten so mal kennzeichnen können. So. Wie kann ich den... Gibt es was? Asteroiden abschießen. Muss ja noch irgendwas mit der Statue zu tun haben. Die Dinger hier eigentlich auch anhalten. Oder muss ich die Bombe noch scharf machen oder sowas? Ich habe sie ja nur in den Asteroiden reingesteckt praktisch. Oh Gott, schaffe ich das noch? Dann muss ich die hier draußen abschalten. Kann das hoch? Bin ich reinlaufen? Ist hier draußen noch irgendwo was?
Toll, diesmal ist das alle. Ich glaube, ich sterbe eh gleich. Okay, ich muss kurz überlegen, ich bin gerade bis aufgeschmissen. Muss ich vielleicht alle drei in Stasis versetzen? Kann das sein? Wo ist jetzt der verdammte Bodenspiel? Man sieht es hier einfach nicht. Oh, guck mal da. Okay, ich hole mal schnell. Ich glaube wahrscheinlich ist da. Nee, doch mal. So. Andererseits. Wo ist denn die Tür? Ich glaube, ich laufe gerade an der Decke. Guck mal, da ist noch ein. Ich will die auf dem Boden oder auf die Decke. Komm schon. Ich glaube, es sollte eher da hin. So lange bleiben wir auch gar nicht in Stasis, dass ich da alle drei treffen könnte. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Ich bin mir nicht sicher jetzt. Wo ist meine Bombe hier? Sieht man das? Der Sender, meine ich. Warte, da ist der erste. Das kann nicht sein, oder? Okay, das ist ein kleines Rätsel anscheinend. Wie kann ich das Spiel jetzt abschließen? Ich muss ihn definitiv noch seine Verankerung lösen. Hey, wie geht das? Sag mir, wie das geht! Sag mir, wie das geht! Keine Ahnung, echt. Ich glaube, er zeigt zu diesem Ding hier. Warte. Er zeigt zu diesem Ding hier.
Ernsthaft? Man kann drauf schießen? Alter, da hätte ich nie mit gerechnet gerade. Na, nie stimmt ja auch nicht. Ich habe ja mit gerechnet. Ich habe es ja gemacht gerade. Aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das wirklich funktioniert. Dass man die kaputt schießen kann. Gut. Das war dann also Nummer 1 von 3. Ja. Das heißt, ich muss doch nochmal rauslaufen. Kann ich irgendwie auch rauslaufen? Geht das? Ein Trittvakuum. Ich hätte nie gedacht, dass das Schießen doch funktioniert. Das erschien mir irgendwie zu simpel zu sein, einfach darauf zu schießen und dann ist es fertig. Ich dachte, man muss irgendwo einen Ausschalter finden. Ne? Der letzte Building oder was? Alles klar. Alles klar. Tja, ich kann den letzten kaputt schießen. Wo ist der Eingang? Oh, ich dachte, ich bin tot. Tja, das ist gerade auch sehr seltsam. Ich schieße drauf, aber es passiert nichts. Kann das sein, dass ich nur 2 von 3 deaktivieren muss? Kann das sein? Kann das sein, dass vielleicht unten die Konsole jetzt offline, online ist? Nein! Wo kam der denn her? Alter, ich fass es nicht. Ey. Wenn jetzt die Viecher wieder da sind, dann lad jetzt Spiel neu. Eintritt Schwerelosigkeit. Oh, ich fass es nicht. Ey. Ich glaube, das war aber keine gute Idee. Du no! Wusstest andere? Ja, ich sagte, er wusste andere. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. So, platziere das Ding, Isaac. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Ich kann ihn nicht zerstören, warum das denn nicht? Was ist denn das wieder für ein Quatsch? Wo ist der Eingang? Hä, ich konnte die davon auch zerstören. Sein, sag mal. Ich kapier's gerade nicht. Ich hab die doch vorhin auch zerstört, Mensch. Ende des Vakuums.
Ich verstehe nicht, warum ich die nicht mehr zerstören kann. Was denn das jetzt für ein Blödsinn da? Ich glaube, ich muss genau die Spulen da drinnen treffen. Dafür habe ich jetzt immer mehr Munition, um das zu machen. 4 Schuss, geil. Normalerweise müsste ich jetzt neu laden, weil ich fast gar keine Munition mehr habe, die ich gerade total vergeudet habe. Auf. Ich springe jetzt nochmal dahin. Ich glaube, man muss die Dinge verlangsamen und dann trifft man drinnen die Spulen. Da, genau die. Ja. Genau das meine ich. Das habe ich vorhin nicht gleich gesehen. Ich müsste mal kurz rein, um Sauerstoff zu holen. Vakuum. Ja, Eintritt Vakuum, richtig. Ich sage ja, das mit der Stase, das vergesse ich irgendwie immer. So einfach eigentlich. Da war ich jetzt echt gute Munition verschwendet. Naja, egal. Oh! Ich fasse es nicht! Oh, da war ich gerade zu voreilig. Na geil. Ich lade das Spiel mal hier kurz neu. Eintritt Schwerelosigkeit. So, jetzt geht's aber los hier. Ne? Und ab geht er. Eigentlich ist es ja ganz einfach, aber man muss es auch erstmal sehen. Kleine Sack. So und Sender angebracht. So, jetzt wissen wir Bescheid. Was? Ich will's mitnehmen. Ich will's mitnehmen. Ich will's hier lassen. Ich will's hier draußen weiter lassen. Nein. Ich lass was anderes hier. Schwachkopf. Ich muss jetzt wieder Sauerstoff tanken. So. Eintritt Vakuum. Eintritt Vakuum. Okay, es, man sieht es nicht sofort. Es ist schon schwer, es zu entdecken. Ist das schon richtig? Mal lieber erst wieder Sauerstoff, damit ich auch genug Zeit habe. Ich glaube, ich wage es mal. Ende des Vakuums. Eintritt Vakuum. Hä? Peng! So, den zweiten Woche erledigt. Dann muss ich hier nur noch wieder heil nach drinnen kommen. Dass ich nur wieder heil reinkomme, wenn ich das Schiff ändere. Ende des Vakuums. Eintritt Vakuum. So. Ende des Vakuums. Jo, Ende des Vakuums. Wo ist der Boden? Okay, sehe ich gar nicht von hier, egal.
Ich sehe gerade, es sind vier. Warum sind es denn vier? Warum sind es denn aber immer vier? Wo ist denn hier noch eine? Ach, da oben. Es ist immer ganz furchtbar, dass wenn man hier in der Schwerelosigkeit sich hin und her bewegt, es ist echt schwer, die Orientierung zu behalten. Achtung! Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschulte Mitarbeiter werden sofort den Sektor zu verlassen. Gut, wir feuern also den Asteroiden ab. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Wir kriegen hier, nehmen wir an, gleich Besuch von irgendjemandem. Scheint doch nicht ab. Also wieder irgendwas fehlt. Das kann doch nicht wahr sein. Wie feuern wir die denn jetzt ab? Zieht ab. Feuern sie ab. So nicht. Wer Quatsch. Wie feuern. Ach so, das macht sie anscheinend nachher von irgendwo. Okay, wir sollen also den Bereich verlassen. Ja, dann machen wir das doch. Ich dachte, ich kann ihn abfeuern. Ende der Schwerelosigkeit. Jo. Wieso hab ich hier was gegessen? Wir können zurück. Ich habe mich gerade gefreut, den Asteroiden abzufeuern. Und da verlieren wir noch den Spaß. Ah ja. Ey. Schnauze! Ein Schuss brauchen die bloß. Was ist denn hier los auf einmal? Gut getroffen, kann natürlich auch sein. Ah, was? Ich denke mal, die muss ich wieder mitnehmen. Wer baut sowas? Wer baut sowas? Das ist doch total gefährlich hier alles. Wir sollen jetzt mal gucken, ob der Raum überhaupt sicher ist. Oh, cool. Ich hatte die ganze Zeit noch nicht zu essen, seit ich auf diesem Raumschiff angekommen bin. Die ganze Zeit noch nicht. Bist du da hinten noch lang? Aber es wurde ja auch Zeit. Jetzt, wo ich hier fast fertig bin. Ah, naja, besser als gar nicht. Nachladen. Aber habe ich mal verdient, so ein Abendessen, ne? Stundenlang laufe ich über dieses Schiff, bekämpfe Monster und repariere es und... Und, ne? Mach hier alles, mach und tu. Da kann ich auch was essen. Ach, von hier kann ich nicht sagen. Von hier kann ich den jetzt abfeuern, ja. Ich hoffe, ich. Eine mega geile Sequenz. Aufgabe erfüllt. Ladung 8772 gezündet. Der Sender ist unterwegs. Alle Funktionen normal, sendet über Breitband. Okay, war ja nicht so spektakulär. Nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Das Ding haben wir doch auf den. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu, als ob alles in Ordnung wäre. Okay. Der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was?
Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Ja, natürlich kann ich das. Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Aber erst nach dem Abendessen.